Bei Rechenaufgaben muss man häufig Einheiten von Geschwindigkeiten umrechnen, damit das Ergebnis in der richtigen Messeinheit herauskommt. In diesem Video soll gezeigt werden, wie man zwischen den Messeinheiten Kilometer pro Stunde und Meter pro Sekunde umrechnen kann. Geht man davon aus, dass sich ein Gegenstand mit einer Geschwindigkeit von einem Kilometer pro Stunde bewegt, soll nun herausgefunden werden, wie viel Meter pro Sekunde dieser Messeinheit 1 Kilometer pro Sekunde entsprechen. Zuerst überlegt man sich, dass 1 Kilometer aus 1000 Metern besteht. Man könnte also schreiben 1000 Meter pro Stunde. Indem man nun weiß, dass eine Stunde aus 3600 Sekunden besteht, da eine Minute 60 Sekunden besitzt und eine Stunde 60 Minuten, also 60 mal 60 gleich 3600, kann man nun schreiben 1000 Meter geteilt durch 3600 Sekunden. Damit hat man nun aus der Messeinheit Kilometer pro Stunde die Messeinheit Meter pro Sekunde gemacht. Doch was bedeutet das für konkrete Zahlenwerte? Zunächst überlegt man sich erstmal, dass hier zum Beispiel gekürzt werden kann. Noch eine Null gegeneinander. Möchte man die Null nun auch kürzen, dann muss ich hier ein Komma setzen. Aus dieser Rechnung kann man nun herauslesen, dass man durch 3,6 dividieren muss, um von Kilometer pro Stunde zu Meter pro Sekunde zu gelangen. Hier steht nichts anderes als mal 1 und mit dem Bruchstrich mitgenommen geteilt durch 3,6. Das bedeutet nun zusammenfassend, ist die Messeinheit Kilometer pro Stunde gegeben und man möchte die Messeinheit Meter pro Sekunde haben, so ist in diese Richtung durch 3,6 zu rechnen. Dementsprechend ist bei der umgekehrten Richtung, also von Meter pro Sekunde zu Kilometer pro Stunde, mal 3,6 zu rechnen. Wie kann man sich dieses am besten merken? Indem man von der großen Einheit zur kleinen Einheit möchte, dividiert man, da im Allgemeinen bei einer Division die Zahlen kleiner werden. Meter ist kleiner als Kilometer, dementsprechend muss dividiert werden. Umgekehrt möchte man zur größeren Einheit, also von Meter zu Kilometer, wird multipliziert, da im Allgemeinen beim Multiplizieren die Zahlen größer werden. Gleiches kann man sich natürlich auch an den Zeiteinheiten Stunde und Sekunde deutlich machen. Wie schreibt man so etwas nun in einer Rechenaufgabe auf? Es ist keineswegs vonnöten, hier jedes Mal diese Umformung durchzuführen, sondern man würde bei einer gegebenen Größe, zum Beispiel Geschwindigkeit gleich 72 Kilometer pro Stunde, die Umrechnung wäre nun durch 3,6, 72 durch 3,6 ergibt 20 und dann in der neuen Messeinheit Meter pro Sekunde. Die Rechnung durch 3,6 wird nicht hier in dieser Umformung untergebracht, denn 72 Kilometer pro Stunde sind das gleiche wie 20 Meter pro Sekunde. Dementsprechend würde in einer Rechenaufgabe einfach nur das Gleichheitszeichen gesetzt werden und der umgeformte Wert direkt angegeben werden.